2 Club Sandwiches und noch 2 Club Sandwiches. 1, 2, 3, 4 Shrimp Cocktails. 9 frische Grapefruits. Wir brauchen so viel Vitamin C, wie wir kriegen können. 4 Hähnchen und... Das ist eine riesige Maschine am Himmel. Eine Flasche Rum. Eine Art elektrische Schlange, die direkt auf uns zukommt. Schieß das Ding einfach ab. Eine Packung Müsli. Noch nicht. Ich will Ihre Gewohnheiten studieren. Ihr Motorradfreaks habt einen gesunden Appetit. Entschuldigung, aber ich brauche den Servierwagen. Ich muss ihn wieder zurückgeben. Danke sehr, aber den Servierwagen muss ich zurückgeben. Ja. Ich komme wieder. Ich bin getroffen worden. Da lasse ich dich mal 3 Minuten allein und du fängst gleich an, mit einem gottverdammten Spieß in der Gegend rumzufuchteln und faselst was von Reptilien. Wovon redest du, Mann? Du hast den Leuten eine Angst eingejagt, die waren drauf und dran, die Bullen zu rufen. Ja, Sir, du hast Glück gehabt, dass ich rechtzeitig da war. Komm mir nicht zu nah, Mann. Komm mir nicht zu nah. Lass mich in Ruhe. Scheiße, die haben uns nur die Presseausweise gegeben, weil sie dich loswerden wollten. Oh Gott, wer ist das? Die Aktion hat mich total abgeturnt. Wer ist an der Tür? Während die Bombardierung von Laos... Augenblick! ...haben die Streitkräfte in den Scheiße. Heilige Mutter Gottes. Immer wieder müssen sie ihre Stellung Hi. Verlassen. Ich bin Lacerda, Ihr Fotograf. Reden erschwert die Situation der Soldaten um ein Vielfaches. Duke? Er ist da hinten. Laut Berichten aus dem Duke? Pentagon sollen weitere Einheiten ins Krisengebiet werden. Schon Lacerda, Ihr Fotograf. Du bist doch kein Portugiese, Mann. Echt blöde, ihr habt die Anmeldung der Bikes verpasst. Oh Mann, das war was. Husqvarnas, Yamahas, DMZs. Per se! Schwedische Fireballs. Ein paar Triumphs, hier und da eine CZ. Und alle verdammt, verdammt schnell. Wirklich. Oh, das wird ein irres Rennen. Ja. Ich finde den Weg allein raus. Okay. Wir wissen, was du vorhast, Mann. Ich sag dir, der hat uns belogen. Das konnte ich in seinen Augen sehen. Augen? Mit gezielten Hubschraubereinsätzen versucht er, die verdammten Mist aus.